The Hockey Week on Sportle HD, presented by the new Škoda Fabia. The Hockey Week. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist der Hockey Week. Das ist die achte Ausgabe, wo wir Mitte von der Woche über Hockey reden. Und heute selbstverständlich eine illustre Runde bei uns am Tisch, ganz links aussen. Am linken Flügel von uns gesehen, unser Hockey-Experte, der Klaus Zog. Klaus, ganz herzlich willkommen. Der Manuel Celio ist bei uns, auch herzlich willkommen. Und einmal, den ich muss fragen, ob er vor der Fahrt nach Zürich tankt hat. Und wenn ja, selber, Kevin Schläpfer. Ja, nicht müssen tanken, aber seit dem Malheur, den ich hier hatte, immer richtig tankt. Perfekt. Bist du eigentlich weitergefahren, nachdem hast du gemerkt, dass du falsch tankt oder hast du die Zapfsäule noch? Nein, das Auto hat von selber abgestellt. Das ist so. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn, ja. Zum Glück gerade 200-300 Meter nach der Einfahrt und schön auf den Pannenstreifen können. Gibt einen Bus, oder, wenn man dich so verwünscht? Ja, ich man hat mich zum Glück nicht verwünscht. Ich hoffe, es ist nachträglich nicht mehr passiert. Aber der Pannendienst ist gekommen und hat mich da ausgezeichnet behandelt. Und es ist alles blitzschnell über die Bühne. Hast du gesagt, was ist passiert im Pannendienst? Oder hast du einfach gesagt, ja, nein, ja, ich habe es dann vermutet. Ich bin dann geschmeckt dran, oder? Und ich geschmeckt, dass das Falsche drin ist. Und, ja. Aber es ist halt einfach zu viel um Grün gegangen an dem oben. Manuel, du hast der Digger im Tank gehabt, an der U18 WM. Ist der Digger gegen Schluss ein bisschen zu wenig bissig gewesen, also es nicht ganz gelenkte Medaille? Ja, ich denke, das Spiel gegen Finnland, das Verlängerungsgoal, hat uns ein bisschen den Stecker rausgenommen. Und mit diesen 17-Jährigen war es schwierig, die wieder nochmal auf die Bronzemedaille wirklich eins zu machen. Und auch der Gegner war eben gut gewesen. Kanada sehr stabil, sehr kompakt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben eine gute Leistung gezeigt, die Jungs. Ein positives Feedback auch. Ich glaube auch medial in der Schweiz. Es hat auch kaum eine U18 WM gegeben, dank dem, dass so daheim war, wo so viel Präsenz hat in den Medien. Ja, ich denke, es ist aber auch der Verdienst der Spieler. Die haben es schon in den ersten zwei Spielen gezeigt, dass sie mitgeben können gegen Finnland und Kanada. Ein bisschen unglücklich, vor allem im ersten Spiel. Und dann im Laufe des Spiels hat er auch die Leute und auch die Presse gemerkt, dass wir frisch okay, dass sie wirklich bereit sind, um etwas zu machen, etwas zu zeigen. Und jeder hat geholfen, dass nachher eine ausverkaufte Halle gegen die Finnen ist. Also ich denke, das ist wirklich ein Verdienst von der Spieler, aber auch von der Ausbildung in der Schweiz, dass man so ein Niveau hat. Und vor allem hat das Publikum sehr gut reagiert und hat gemerkt, dass etwas Frisches und schön zum Zuschauen ist, wie die Junioren spielen. Und das Niveau relativ hoch ist. Du übernimmst ab Juni bei der ZSC Lions die Elitarjunioren. Warum geht man weg beim Verband? Ja, ich habe 9 Jahre... Aussehe die freie Wildbahn. Also ich habe 9 Jahre Verband, ich habe zuerst schon 3 Jahre im Club und jetzt 9 Jahre Verband. Und für einen Trainer hat es sehr gute Aufgaben, ich habe sehr viel auch im Development, in der Ausbildung. Und irgendwann ist es ein bisschen so, ja, ein bisschen Routine geworden. Und ich wollte unbedingt wieder zum Clubleben zurück und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Und für mich ist die Ausbildung sehr wichtig, die nächsten paar Jahre noch dort Erfahrungen machen. Ich denke, ein Trainer braucht 15 Jahre Erfahrung, bis er wirklich vom Spieler zum Trainer wird und darum wollte ich nicht zu schnell, aber der Verband hat mich lang beschäftigt. Manuel, du hast noch etwas erlebt, das du nicht 15 Jahre musst lernen. Alle Theorien und der tüchtigste Trainer nützt alles nichts, wenn er keinen guten Goalie hat. Und dann bist du gescheitert. Ja, gescheitert ist mit einem guten Goalie bist du im Finale. Ist ein okay Goalie, hat seine Leistung gebracht, aber im Internationalen, vor allem für die Schweizer ist okay, braucht einen unglaublichen Goalie, der wirklich zumacht. Das ist ein Gesetz, das seit Jahren so ist. Und wir haben einen guten Goalie, aber nicht einen super Goalie gehabt. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Ich habe vorhin gelacht bei den 15 Jahren, bis man vom Spieler zum Trainer wird. Ja, ich habe nicht ganz 15 Jahre gebraucht. Nein, aber es gibt ein paar Beispiele. Ich glaube nicht, dass es Standard ist. Ich bin auch 3 Jahre im Nachwuchs gewesen, klar. Und das war sicher sehr hilfreich gewesen, super Zeit. Aber ich habe einfach schmunzeln, weil es 15 Jahre ist, ein bisschen anderer Verlauf gewesen. Aber jede Geschichte ist individuell, oder? Absolut. Und jede Geschichte ist anders. Und eben auch ich bin über den Nachwuchs und es war super. Zu der U18 will ich gleich noch schnell etwas sagen, wenn wir gerade dran sind. Wegen Goalie angesprochen worden. Ich habe eigentlich gefunden, dass die Goalie-Leistung vom Schweizer Goalie recht gut war. Die Match, die ich gesehen habe, nicht alle gesehen, aber habe ich auch sagen, das allgemeine Problem vom Schweiz war auch die Chancenauswertung. Wir hatten viele Matches, wo die Schweiz eigentlich mehr Chancen hatte. Kevin, und was redest du jetzt um ein Heiss-Trio? Von mir aus gesehen hat er den Goalie nicht so schlecht gefunden. Ja, also,
Ich meine, das Halbfinale gegen Finnland gewinnen wir einfach mit einem normalen Kevin, Goal. Kevin, es ist nicht zum ersten Mal, dass gestern ganz der gleichen Meinung war wie der Kläuser. Ja, das ist es auch. Kevin, du bist ja nicht Politiker. Nein! Aber jetzt du noch was. Ich habe den Match gegen Finnland nicht live gesehen, nur im Fernsehen. Ich bin jeder Meinung, dass das letzte Goal kann man haben. Aber wenn ich gesamthaft dem anschaue, war für mich der Goalie ein guter Goalie. Die Schweizer haben mehr beweitet als die schlechteste Goalie gehabt. Also, wenn ich Schweiz-Russland gesehen habe, ich muss sagen, ist der Russ-Goal war schwächer als der Schweizer. Ja, aber holst du noch auf Bio und der U18-Goalie? Der Goalie hat ein gutes Potenzial, aber er hat wahrscheinlich auch von dem Druck noch ein bisschen nicht seine beste Leistung bringen können. Aber wir können nicht den Vorwurf geben. Ja, so, Timeout, wir gehen zum Gabriel Oldham. Der macht natürlich hier heute Abend auch mit. Ja. Du solltest irgendwie ein Glöckchen haben, oder? Sonst kommst du nicht zum Zug. Du meinst einfach, oder einfach so Finger auf den Dörfer. Oder so eine Sirene, wie sie in den Hockeystadien üblich ist. Oder? Ich finde es aber genial, ganz ehrlich. Schleppfer, Celio mit Eckli und Zaug. Also eine super Runde, unterhaltsam ist auf jeden Fall. Einen guten Abend von mir an die vier Herren. Und wenn ihr die jetzt auf sportalhd.com sind natürlich genau richtig für die Hockey Week, könnt die Sendung ganze Länge oder einzelne Teile dafür natürlich auch nochmal auf der Sportal 360 Player App anschauen. Twitter und Facebook, unsere Social Networks, wo ihr eure Meinung kundtun könnt. Und wie immer, aus meiner Seite, von meiner Ecke zum Start, What's Hot? What's Hot? Es hat nämlich heute am Vormittag zuerst ein bisschen Gerüchte, dann am Mittag grössere Gerüchte und etwa so um 3 die finale Meldung gegen Knalbi. Klote de Gedul verkauft Fleiß an Canadian und Avenir Sports Entertainment. Gehört zu einem kanadischen Ölbaron, der schon Portland Winterhawks seit 2008 besitzt. Ein Team, das unter anderem Lukas Bisa, Nino Niederreiter, Sven Bertschi hervorgebracht hat. Und da stellt sich ganz einfach mal die Frage in die Runde an unsere vier Herren. Philipp Gedul vor etwa 3 Jahren mit 5-6 Millionen Klote Fleiß gerettet. Jetzt geht er das Zepter ab. Warum? Und wie viel hat er verloren? Ja, ich würde sagen, bei 20 Millionen hat er verloren. Und ein Unternehmen, das so viel Verlust macht, jemanden zu verkaufen, ist eine grosse Leistung. Das ist die grössere Leistung, als dann den Migros zu verkaufen. Also, da muss ich Chapeau. Und das sind Milliardäre, die kommen. Der Sean Simpson hat ab sofort nach oben offen die Kasse. Jetzt hat der Sean Simpson wird der mächtigste Liga sein vorübergehend. Der mächtigste Mann in der Liga? Er ist Sportchef, er ist die Verbindungsperson zu denen, sein Wort ist Gospel und Dollar. Wenn er Ausländer braucht, unbeschränkte finanzielle Mittel, du kannst froh sein, hast du ihn schon gewinnen. Siehst du das ähnlich? Ja, ich habe mich natürlich nicht so befasst. Ich habe nicht gewusst, dass es Milliardäre sind, ich kenne die nicht so und ich tue mich auch nicht so auf die Ebene einlassen. Gedul wird wissen, was er machen wird. Und, ja, Claude, das war jetzt eine spezielle Geschichte. Sicher ein paar schwierige Jahre hinter sich. Und, wenn ich deine Worte richtig deute, wenn man das mit Monopoly vergleicht, dann hat er nicht Bahnhofstrasse verkauft, sondern das Gutsch zu Luzern. Ja, wenn du so willst. Ja. Und das ist natürlich genial für unsere Liga, dass kanadische Milliardäre mit Hockey-Affinität unsere Liga einsteigen. Und nicht irgendwelche obskure Russen oder weiss ich wer. Aber ist es in der Schweizer Sportgeschichte jemals gut rausgekommen, Hockey oder Fußball, wenn so Milliardäre investiert in Ja, in Genf sind sie dann wieder ausgestiegen, die Anschutzgruppe, und Chris Maxorley jetzt können übernehmen und weiterführen. Fußball sind 12 Clubs bankrott gegangen. Ja, aber das ist Operettenliga. Das kannst du nicht vergleichen mit dem Hockey. Wir haben hier eine der besten Ligen der Welt im Hockey. Manuel, du hast den falschen Club unterschrieben, merken wir. Nein, ich glaube, kann man nicht so sagen. Ich denke, man muss gut arbeiten und um Klote wird auch die Erfahrung machen. Und ich hoffe, dass das Geld wirklich überall wird investiert und eine grosse Basis wird gemacht und man kann sie so weiterentwickeln. Und ich glaube, eine Mannschaft, die investiert, kann sich nachher entwickeln. Die neuen Besitzer sagen ja, sie wollen in Nachwuchs investieren und sie wollen da natürlich etwas rausholen, aber sie wollen natürlich auch Geld verdienen. Sonst haben sie den Spass wahrscheinlich nicht so lange an diesen Kloten Flyers. So, Gabriel, was kannst du uns sonst noch sagen zum heutigen Tag, wo du die News zusammengefasst hast? Ja, in 60 Sekunden das Wichtige und das Weitere aus der Welt vom Eishockey. Und da starten wir leider mit einem schwarzen Tag für alle Schweizer Hockey-Fans. Juri Gawinkel ist tödlich verunglückt. Der ehemalige Captain vom EV Zug ist bei einem Autounfall in Costa Rica ums Leben gekommen. Im gleichen Unfall ist auch der bekannte Personal Trainer Harry Anderecken verstorben. Auslosung im Schweizer Cup. Am heutigen Tag sind Paarungen für die erste Runde vom Schweizer Cup ausgelost worden. Brisanz Kantonsderby hat den Titelverteidiger SC Bern Mutzentreffen auf den SC Langenthal.
Der Dübe will den Besina nicht. Der Goran Besina wird wohl nicht zum zum HC Fribourg-Gotteron wechselt neu Drachensportchef Christian Dübe bestätigt La Liberté, dass man keinen weiteren Schweizer Verteidiger bei Gotteron verpflichten will. Rescue Nummer 1, der schwedische Meister, ist für die nächste Champions Hockey League top gesetzt. Davos als bester Schweizer Vertreter ist Nummer 4. Außerdem mit der CHL dabei, ZSC Lions, SC Bern, Servette Genf, EV Zug und Fribourg-Gotteron. Duo bei den Tigers komplett. Der Rolf Schrumm-Schrepfer wird Assistenztrainer von den SCL Tigers. Er verlässt Weinfelden, wo er zuletzt Spielertrainer war. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. Wir sind zurück in der Hockey Week, wollen über die Hockey-WM reden, wo immer dann vor der Tür steht, Kevin, wenn man die Flipflops langsam aus dem Schaft nimmt. Wie geht es einem Hockey-Trainer? Auch ein bisschen müde mit? Nein, ich freue mich immer auf die Hockey-WM. Für mich ist es so, ich habe jetzt ein bisschen runtergefahren und jetzt freue ich mich. Ich kann jetzt die Match schauen ohne Emotionen, ich kann das Hockey ein bisschen geniessen. Moment, kannst du Hockey schauen ohne Emotionen? Ja, schon. Ich bin eben so einer Weltmeisterschaft. Ich bin schon seit 1987, gehe ich fast an jede Weltmeisterschaft. Ich bin da immer eine Finalrunde dabei, wenn ich dann einfach das Hockey ein bisschen genießen kann. Wie fest egal, Manuel, ist sicher ein Spieler, wo man spielt. Jetzt spielt man in Prag und Ostrava. Die Spieler sehen ja nichts, oder? Hotel, Eishallen, Filme, siehst du nicht. Ist das, wenn du gesagt, völlig egal, wo man spielt? Eigentlich schon. Und heutzutage sowieso, wo alle Länder etwas Gleiches haben, jeder Einkaufszentrum hat das gleiche Läden, wie überall, wo du bist, ist das Gleiche. Also wenn du an der WM bist, bist du voll aufs Hockey konzentriert. In ein paar freien Tagen kannst du etwas machen. Aber gross, kommt nicht darauf an, wo du bist. Also, diese alle sind schön dort, sind top. Und das ist wichtig, dass die Infrastruktur und dort gut ist und der Rest nicht mehr so wichtig. Schauen wir uns mal die Gruppeneinteilung an. Schauen wir uns mal an, wo die Schweiz versteckt ist in diesen Gruppen, Gabriele. Ja, also die Schweiz darf in der ersten Gruppe spielen, Gruppe A. Gruppe A und B, je 8 Mannschaften. Das ist klar, Gruppenspiel vom 1. bis 12. Mai. Und das ist ziemlich simpel. Top 4 sind im Viertelfinale und ab dem 14. Mai geht es im K.O.-System bis zum Titel. Ein bisschen bekannte Gruppe für die Schweiz. Man hat Schweden, Kanada und Tschechien als Top-Nationen schon 2013 in Stockholm gehabt. Reden wir über die Kaderselektionen, die ein Nationaltrainer machen muss. Kevin Schläpfer, wie schwierig ist das für einen Nazi-Coach, die definitive Selektion zu machen? Ja, das ist noch schwierig für mich zu sagen. Ich bin noch nie ein Nazi-Trainer gesehen. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein schöner Job ist. Oder? Das ist eine grosse Auswahl, oder? Eine Breite. Und kann da zusammenstellen. Und ich glaube, die Schweiz ist in der glücklichen Lage, dass man auch anfängt, viele Spieler stellen, die an so einer Weltmeisterschaft mitmachen können. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir da gewisse haben, die ihre Rücktritte gegeben haben, oder? Ein bisschen früher von mir aus gesehen, aber das kann man nicht beurteilen, warum genau. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Nazi-Trainer ist einer der schönsten Jobs, die es gibt. Also, so, das ist die hypothetische Manuel, wie sieht es wirklich aus? Trifft es, wie er sich das vorstellt? Ja, von der Trainerseite ist gut. Wir haben verschiedene Spieler, die verschiedene Positionen nehmen können. Und man kann wirklich am Schluss nehmen, der am fittesten ist im Moment, der die Leistung bringen kann. Man kann das auf der anderen Seite, ist immer schwierig, zu einem, vor allem im Nachwuchs, aber zu einem sagen, kurz vor Schluss, jetzt kannst du nicht mehr dabei sein. Also der Moment zu der Mitteilung ist nicht so ein angenehmer Moment für einen Trainer, wie überall, wenn Selektionen gemacht werden. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich eine Auswahl hast und wirklich kannst du am Schluss sagen, der passt zu dieser Position und der passt mit den anderen Spielern, der hat die Rolle, die genau passt zu ihm. Das macht schon einfacher, als wenn du Spieler in eine Rolle nehmen musst, wo weißt du von Anfang an, dass es nicht klappt. Der Glenn Hennel hat gestern die Pressekonferenz so angesprochen mit dieser Selektion. Es kommt darauf an, was ein Spieler für einen Charakter hat. Es kommt darauf an, ob er bei einem Spieler das Feuer gesehen in den Augen. Und er hat auch noch so beiläufig erwähnt. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie er reagiert am Telefon, wenn ihm sagen, du bist dabei. Ja, das ist so das. Ja, darum ist vielleicht der Marcini nicht dabei. Ja, du bist mit dabei. Und dieser gesagt, ja. Der Glenn Hennen ist einfach, das ist ein cooler, der macht so ein bisschen Voodoo und alles geht drauf. Voodoo rein. Macht er. Aber ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Vor Auswahl? Nein. Also gehen wir doch die Auswahl mal durch. Fangen wir hinten an bei den Goalies. Mit einem Reto Berra, mit einem Cenani und Manzato, den er mitnimmt. Ist der Berra Nummer 1? Das ist ja wie ein Kanadier, wenn der NHL gespielt hat. Dann bist du automatisch Nummer 1. Ja, wenn du NHL gespielt hast und der zweite Schweizer, der nie der gespielt hat,
die sind auch hörig. Wenn sie NHL hören, sind sie auf den Knien. Ist das so, Kevin? Ohne Genoni, ja, ich kann nicht sagen, dass die Tendenz ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Das ist ja, eigentlich so. Und, also ich muss jetzt gar nicht, ich bin ja ein grosser Fan von Reto Berra, ist ein guter Freund von mir und unumstritten Top-Goalie. Aber wenn man die Saison anschaut, die Genoni angelegt hat und die Playoffs, dann kommt man jetzt nicht mehr nur, dass er anfangen ja. Punkt, fertig. Oder in einem Wechselsystem, wenn er das auch schon gemacht hat mit dem Gerber und dem Berra, das ist für mich auch legitim. Aber dass der Berra klar Nummer 1 ist und der Giannone 2, das wäre jetzt für mich auch ein bisschen komisch. Hören wir mal rein, was der Nationaltrainer sagt zu seiner Goalie-Auswahl. Big goalie that takes up a lot of room. We're excited to have him. He'll be our starting goalie against Austria. He's a winner, a champion, very consistent, had a great year. Every game I watched, he was one of the top players in the game and very motivated to play in the World Championships. Great teammate, another big body goalie. We think that this third goalie is an important position for us, has to help build up the character of the team, has to be competitive in practice and has to make sure that he's always ready to step in and play. Also, der Berra wird anfangen gegen Österreich. Manuele, der Kevin hat es angesprochen, es ist auch schon abgewechselt worden, Weltmeisterschaften, dass sich zwei Goalies immer abwechseln. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Also, ich denke, wenn man zwei Goalies in diesem Niveau hat, ist es richtig, dass es abwechselt, dass sie beide die Energie behalten können. Und man sieht nachher am Schluss auch in dem Moment, wer am besten drauf ist. Und ich denke, zwischen Giannone und Berra werden die beiden Spieler wirklich zeigen, dass sie an diesem Niveau spielen können. Und dann der, der wirklich den besten Eindruck macht und eine Sicherheit gibt am Team, wird dann nachher spielen. Also ich hoffe wirklich, dass das wirklich nach Leistung gewählt wird am Schluss. Mit dem Berra ist der Vorteil, der schießt ein Goal. So, Eispro. Es wäre aber schlecht, wenn wir den Goalie von mir schnell gegen Österreich für noch zu gewinnen oder nicht zu verlieren. Das wäre dann hingegen. Oder du bringst neben ganz offensiv, dass er dort auch noch Goal schießt. So, wir wollen selbstverständlich auch noch über die restlichen Positionen reden, über die Verteidigerpositionen, über die Stürmer, wo es drei Neulinge dabei gibt. Ja, wollen wir auch noch ein paar Worte darüber verlieren. Vorher machen wir eine kurze Pause. The Hockey Week, presented by Skoda. Na, gefall ich euch? Was ist los? Hey, das ist meine Party! Kann ich besser! Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia. Auch aus Kombi. Skoda. Simply clever. Die Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge. Das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. Blind to see all of these things. Eis ist wichtig. Die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Mein
Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Hockey Week, presented by Škoda. Wir sind zurück, reden hier bei uns in der Hockey Week. Wer wenn nach Prag reist, der Kevin geht, du gehst, glaubst du? Manuela, gehst du auch? Ja, ist gut möglich, dass der zweite Teil auch noch... Machen wir eine Fahrgemeinschaft? Würdet ihr mit dem Kläuser dorthin gehen mit dem Auto? Nonstop? Nur ein bisschen Pause? Also für mich wäre das kein Problem. Du schüttelst den Kopf? Nein, ich denke... Ah, kein Problem, warte. Bevor wir fahren, aber... Ja, außer der Kevin Lee, sind wir nicht fahren. Ah, nein, ich würde schon... Ja, dann brauchen wir auf zwei Stunden. Nein, fahren kannst du schnell... Klausel, fahren kannst du schnell tanken. Ja. Einfach nicht. Gehen wir zu den Verteidigerpositionen. Reden wir über Backs und da wollen wir auch den Nationaltrainer zu Wort kommen, wo er die Spielertypen schnell charakterisiert. Good skater. Leader, good shot, best player in the NA, best defenseman in the NLA. Quick puck moving defenseman. Same. Strong right-handed stick, penalty killer. Next leader of the next generation of players, quality person and top player. Great skater, good defenseman, big bodied guy that's just starting his potential. Leader, been with the program a long time, and he's our captain. Überraschungen bei euch bei der Position auf der Position von der Verteidiger? Ja, bei mir ist sicher der Herding ein bisschen eine Überraschung, weil ist ein guter Verteidiger, keine Frage, aber ich bin gleich überrascht, dass er in der WM dabei ist. Also du hast den Löffel nicht daheim gelassen. Ja, ich will nicht zu viel Namen vertauschen, so, aber einfach jetzt von dieser Nomination ist auch für mich bei der Verteidigung ist er überraschend, dass er dabei ist. Weil ich habe jetzt nicht gefunden, dass er mit Freiburg und die Saison jetzt da wahnsinnig aufgefallen ist. Aber es ist schwierig, Fussen zu beurteilen, weil er hat sicher seine Qualitäten, aber jetzt eben für mich ist es eine Überraschung. Klausel, das wäre das erste Mal, dass du einem Gast recht geben würdest. Nein, da kann ich mir nicht recht geben. Der Helbling ist so, hat so etwas von einem, wie die Nordamerikaner sagen, Warrior, so ein Krieger. Und ich kann mich noch besinnen, als er das letzte WM war, im Viertelfinale gegen Deutschland. Da hat er sich mit dem Assistenztrainer geprügelt am Schluss von den Deutschen. Da war eine riesige Keilerei. Er zuvorderst vorne und hat am Schluss fast gerannt, weil sie verloren haben. Der bringt so viele Emotionen rein. Und das Team hat ein bisschen wenig Wasserverdrängung. Es tut gut, wenn wir dort noch ein bisschen Böse dabei haben. Das kann natürlich auch sein, wenn wir sagen, dass der Trainer darauf schauen muss, wie die Charaktere verteilt sind. Eine besondere Rolle kommt sicher auch den beiden Leaderfiguren zum Tragen, der Romagnosi und der Marc Streit. Gabriel, du hast Statistiken zusammengetragen von diesen beiden Topcracks. Richtig, und auch wenn vorher der Bera angesprochen wurde, ist als Goalgetter potenziell, haben wir uns die beiden NHL Defensemen rausgesucht. Romagnosi, Lud Handlin, Leader Next Generation, Marc Streit, Captain und Leader. Wenn man das mal anschaut, wir vergleichen die mit dem besten Schweizer Nazi-Stürmer im Suri, dann haben sie also wirklich unglaubliche Werte. Zusammen fast 100 Scorerpunkte in der NHL. Klar, 25 Spiele mehr, aber wenn man Punkte pro Spiel anschaut, da jeweils über einen halben Punkt pro Spiel. Da sind Josi und Streit nicht nur Leader, sondern fast unentbehrlich für die Schweizer Hockey-Nazi, für den Schweizer Erfolg. Gegen die besten Verteidiger, gegen die besten Goalies? In der besten Liga? Also vor allem der Josi ist noch besser als der Streit. Das sieht man eigentlich nur, wenn man einen Match dann live schaut, wenn das Spiel dominiert. Wenn der Chipper nimmt und der weiss, jetzt passiert etwas, dann hat er etwas vom Gretzky, die Art, wie er kommt. Weil er sieht zum Voraus, woher muss er laufen, woher muss er spielen. Das ist eine riesige Nummer. Er ist auch der erste Schweizer überhaupt, der Kandidat ist für eine der Trophy. Oder es werden immer, bevor die gewählt werden, werden ein paar Kandidaten genannt. Und er ist ein Kandidat für die Trophy vom besten Verteidiger. Das war der Streit nie gewesen.
Also die Rolle im Team, intern. Wie gibst du denen Freiheiten? Wie tust du denen Rolle zuteilen als Trainer? Ja, also, wenn man so spielt, die Jose geben natürlich vor allem offensiv alle Freiheiten. Ich denke, defensiv muss man sich gleich an das Konzept halten. Gerade wenn man zum Beispiel Mama spielt in der Defense-Zone, muss auch der Spieler Mama spielen. Aber man muss ihm einfach seine Kreativität darf man ihm nicht verbauen. Also, dort muss man ihn lassen, dort muss er gehen. Dort muss man, wenn einer so viel Talent hat wie er, muss man ihn sogar fordern, dazu auffordern, dass er die Kreativität reinbringt und dass er das wirklich, dass er Gas gibt. Also, er ist sicher ein Spieler, wo ich, wenn ich ihn würde, mal auf Deutsch gesagt, zusammenschiessen, weil er vielleicht zu wenig Initiative übernimmt. So ein Mann muss ankurbeln, muss Initiative wahrscheinlich übernehmen. Wahrscheinlich haben alle deine Verteidiger zusammen nicht so viel Talent wie er alleine. Ja, er ist, hat bei uns Vorbereitung gemacht das Jahr und ist natürlich für unsere Verteidiger top, was sie einfach bei ihm abbringen können. Ich kann ja wahrscheinlich auch viel profitieren. Auf jeden Fall, das war sensationell. Und jetzt hoffe ich, kommt nächstes Jahr wieder. Und als Typ, wie wir Berner natürlich sind, auf dem Boden bleiben. Das ist schon imponierend. Das ist imponierend von ihm. Er will immer besser werden. Das ist nicht einer, jetzt bin ich da, jetzt will immer besser werden, will mehr trainieren. Und man sieht auch, wie er Hockey spielt. Er ist offensiv, kreativ, aber er hat immer Verantwortung im Spiel. Er ist auch nicht einer, der einfach den Rest interessiert ihm nicht. Und vor allem, er ist ein riesen Vorbild für die Mannschaft. Oder er kann wirklich auf dem Eis mit Taten ein Vorbild sein. Oder? Und die Jungen können eben etwas abschauen und können profitieren. Wechseln wir zu den Stürmern. Und wenn wir hier den Nazi-Trainer in die Pflicht nehmen und auch hier uns sagen, was er denkt über welchen Namen. Smart. Good on face-offs. Bully, lots of fun. Enjoys hockey. Always there for the national team. Players love him. Matty, good solid two-way player. 33 goals in the last 2 years. Can kill penalties. Very good player. Bodie's a strong guy. Can play with an edge. We'll expect a couple of goals from him. Bruins will be the unknown for everyone because he can really control a hockey game. So he's going to be looked upon for lots of scoring. Dynamic player, maybe world class. Smart, character player, could be a captain on any other year, and we'll score some goals. He'll be our offensive center, smart guy. Anyone that has his pilot license is smart enough for me. He'll play center, another big guy in the middle, can play hard in front of our net. He seeks and destroys, he's a character person, love the way he plays. Smart, very, very focused and intelligent guy, plays every game like it's the very gold medal game. Tracks, great skater, likely our best skater. Walks character guy, one of our leaders, right-handed shot, kills penalties, was an important player in the 2013 team. He's an animal, he plays hard every game, he always makes a difference. We love players like him. Mit Dino Wieser hat er aufgehört, wir wollen mit dem anfangen. Einer von den Rookies, he's an animal, das ist auch einer von diesen Kriegerklösen. Ja, das ist so, die braucht in ihrer Mannschaft. Davos ist so nahtlos in die Fußstapfen von Rizzi und Vonax. Das ist so ein Krieger, so ein richtiger Davoser. Oder? So ein... Ja, Rizzi und Vonax sind nicht ganz so guter Vergleich. Die sind smarter. Die sind ja, aber so von Art her, oder? Das ist so eine... Ja, aber der Dings, der Wieser bringt Energie rein. So einen Spieler brauchst du und er hat den Nazi nicht einen guten Charakter, er ist ein Animal, das ist genau so. Ein anderer Rookie, der Tristan Gervais beim SCB, der wo, man kann sagen, wo alles angekumpelt, was sich bewegt. Ja, aber für mich ist er ähnlich wie der Wieser. Oder? Er ist auch ein Energiespieler, viel Energie bringt, der physisch stark spielt und darum sicher eine Nomination verdient. Der Glenn Hennen hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, für einen Spieler, ich muss ablesen, für Leute wie Gervais tue ich alles. Wie meint er das, Manuele? Er meint, es sind Spieler, die so dankbar sind, die so bereit sind, um die Mannschaft zu helfen. Sie sind wirklich nicht da, um sich selber im Vordergrund zu stellen. Und um solche Spieler, wenn denen Geister geht, kommt immer etwas zurück. Oder in dem Sinn. Oder er tut alles, weil er weiß, wenn ich etwas mache für einen, dann kommt zweifach zurück. Und sie sind dankbar und die werden der Mannschaft vor allem in schwierigen Momenten werden können helfen und die aus einem ein kleines Tief rausholen mit ihrer Energie. Das ist so gemeint. Das Duracell Häsli, der aber immer Energie hat, Klöser, weiss, du bist glaub, nicht ganz einverstanden mit der Nomination von Gervais. Ja, also.
die Schweiz muss ja auch Goal machen. Die Schweiz muss auch spielerische Qualitäten haben. Und das hat ja nur so Fräser im Team. Also ich hätte jetzt für diese Mannschaft hätte jetzt den Mancini genommen. Einen, der in der Saison mehr als 20 Goal machen kann. Weil der Gervais macht die Goal nicht. Es fehlt mir so ein bisschen das spielerische Element. Weil ja, es hat Ball ein bisschen viel drin mit holzigen Hängen. Was könnte der Grund sein, dass man Mancini mit 23 Goal nicht mitnimmt, trotz einer guten Vorbereitung? Weil der Trainer ein Kanadier ist und der Mancini so viel klein ist. Ist es so einfach? Ja, ich denke sicher. Der physische Aspekt spielt sicher eine Rolle. Weil wenn man die Weltmeisterschaften anschaut, dann ist sicher einfach physisch ist einfach noch mal ein Niveau höher. Das ist einfach so, was bei uns, oder? Ja, aber der Mancini hat ihn in Nordamerika in der Juniorenliga überlebt. Der verrückt ist gar nicht mit einem Check. Wir sollten ein bisschen mehr. Die Flöhe, er ist nicht einmal 1,70, aber die Flöhe auf diesem Niveau Chance geben. Der verrückt ist, aber der macht es nicht. Ja, aber der macht einen Check, einen Monster-Check, und dann geht es wieder lang, bis der Nächste kommt. Also, das ist ein bisschen schade. Ja, sicher schwierig, aber es ist sicher, ich bin gleich der Meinung, dass physisch ist einfach eine Weltmeisterschaft ein bisschen höher zu stufen. Also einfach, wenn man dort draußen sieht, die Schweden sehen alle 1,85, einfach massiv zu wägen. Es ist einfach dann noch etwas schwieriger als bei uns. Und wir in der Schweiz haben schon eine Liga, die von der Gewicht her, von der Muskulatur her, denke ich, wir sind bei der Top auf der Welt Läufer ist. Wendigkeit, Schnelligkeit, Skills, aber eben dazu noch Kraft, und wenn Größe, du jetzt Kevin, von mir aus gesehen ist das der Unterschied, wo wir heißen, in der Top 6 anzukommen. Immer, konstant, oder? Die physische Präsenz, die einfach wo uns fehlt, aber von mir aus gesehen, wir in der Schweiz vielleicht auch ein bisschen genetisch. Wenn ich mit 1,85 auf Schweden gehe, oder? Dann bin ich fast der Kleine. Und in der Schweiz bin ich halt der Grosse. Und ich habe schon das Gefühl, dass es gibt dann immer so Ausnahmen wie Patrick Kane und so. Ja. Dann auch, aber das so einen haben wir nicht, mit so Skills. Aber den kann man sich schon noch durchsetzen. Aber ich glaube einfach schon, international ist physisch der Aspekt noch mal ein bisschen höher. Aber und, Kevin... Das hat er sicher auch berücksichtigt bei den Nominationen. Kevin, hast du wirklich das Gefühl, der Gervais beeindruckt irgendeinen von denen? Nein, ich sage nicht, also, ich kann nicht sagen, der Gervais tut einen beeindrucken. Aber er ist physisch der Wechsel sicher bei dir ist noch nummer grösser. Also Mancini, oder? Ja. Und das ist ja der Pro, die Rollen sind ein bisschen anders, oder? Genau. Der Mancini hat eine andere Rolle als der Gervais. Und sie sind einfach noch 15 oder 14 Stürme, ich weiß nicht, wie viele im Einsatz kommen. Aber es wird für den Mancini, für die Rolle, die er sieht, hat er einen, der vielleicht ein bisschen physisch besser war als er. Und er hat gedacht, er ist noch etwas zu früh, er muss sich noch weiterentwickeln zum Internationalen. Aber ich schließe nicht auf, dass Mancini in ein paar Jahren kein international spielen kann. Ja, aber wir müssen zuerst mal gegen die Österreicher Goal machen, gegen die Deutschen, gegen die Franzosen und gegen die Letten. Da brauchen wir nicht einen, der 1,90 gross ist. Da brauchen wir einen mit Hängen und Füßen. Und einen, der nicht dabei ist, Kevin, für dich völlig unverständlich. Nein, nicht völlig unverständlich. Weil ich aber ein bisschen unverständlich. Das gleiche Horn reinblasen, oder? Weil der geht dann der riesen Zukunft vor sich, aber er muss sich physisch noch entwickeln. Das muss auch der Herr Mancini, muss sich noch physisch entwickeln. Wenn es international muss länger, da musst du mir ein bisschen helfen. Also ja, von mir aus gesehen, weil das ist das, was ich sehe an einer U18 oder an einer U20. Sie dürfen. Da kommen einfach andere Möbel. Ja. Und dann natürlich können wir immer wieder mal gewinnen gegen die Grossen, auch eben, wenn sie nicht so toll. Aber wenn die 100% haben, mehr 100%, sind sie einfach ein bisschen stärker als wir. Aber ist es das, was er sagt? Sind wir Schweizer genetisch bedingt? Sind wir einfach ein bisschen auch witzig, aber auch, wir sind gewöhnt, dass wir relativ kurzfristig denken. Und ja, der Match vom Samstag ist wichtig, aber in der Entwicklung der Spieler müsste man ein bisschen langfristiger denken. Und wenn ich denke, dass ein paar Spieler von mir an der WM-Vorbereitung und 2 Monate im Krafttraining sind, weil die Playoffs so wichtig sind, das kann nicht der Fall sein. Das kann nicht mit Krafttraining gehen. Das heisst, sie müssen viel länger trainieren und vielleicht Resultate im Hintergrund und vor allem die Entwicklung. Weil wir sind physisch sind wir noch nicht so weit. Und dann müssen wir früher und qualitativ besser arbeiten, zwischen 16 und 23. Und dann wird ein bisschen ab und zu vergessen und nicht so ernst genommen, das physische Bereich. Und dann müssen wir noch eine Zacke zulegen, wenn wir wirklich international bestehen wollen. Wobei es ist ja auch, es geht nicht um Krafttraining, es geht auch um Spielintensität. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und die kannst du auch haben, wenn du nicht so gross bist. Und das ist etwas, was der Mancini hat. Haben wir eine zu wenig hohe Intensität? Ja, so, die Konkurrenz ist halt nicht so gross. Gerade beim Nachwuchs. Ja, ich denke auch. Ein bisschen Konkurrenz. Aber die Intensität machst du im Spiel, aber auch im Training. Aber wird vielleicht zu wenig verlangt, dass die Intensität in dem Training gelebt wird. Weil geht das so. Aber wenn wir weiterdenken, dann müssten wir mehr machen. Das ist halt, bei uns ist die Intensität halt auch nicht so, weil wir halt auch ein bisschen verwöhnt sind.
Also wenn bei uns alle der 13-Jährige gut ist, oder, dann wird er schon von allen gejagt. Oder? Ja. Dann wird er schon von allen Klubs umrissen und jeder sagt, also er ist super, gar nicht, er ist gar nicht nötig. Und in den anderen Ländern hat er halt in seiner Mannschaft auch noch 20, die fast so gut sind. Der muss Gas geben. Und bei uns wird er dann fast verpäbelt. Oder? Und dann am Schluss ist er einer, der eben noch sagt, man ist ein ewiges Talent gesehen. Oder? Wenn wir dich schon da haben, du kennst den Haas. Ja. Würdest du sagen, er hat die Intensität von AWM zu spielen? Ja, das denke ich. Ja. Außer ist es doch schade, dass er nicht im Team ist. Ja, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich finde es gefährlich, wenn man eben, es kommt darauf an, wie er das will zusammenstellen. Natürlich finde ich es auch schade. Ich hätte gerne den Gaetan Haas dabei gehabt. Aber eben, die Frage ist, für was für eine Rolle? Ja. Lenkt schon, weil der Gaetan Haas ist dann auch ein Spieler, der muss laufen. Dann kannst du nicht sagen, du bist jetzt mein Defensivcenter. Dann musst du gehen, oder? Und darum weiss ich nicht, vielleicht hat er ihn gerne mitgenommen als vierter Center, aber er ist kein Viertlinie-Center. Auf der anderen Seite, wenn der Gaetan jetzt seine Entwicklung gemacht hat, letztes Jahr, wenn er das richtig nimmt, er wird im nächsten Jahr einer der Top-Center sein der Nationalmannschaft. Also wir müssen wirklich denken, er ist in seinem Alter, ist er 23, er wird in ein paar Jahren wirklich top sein. Oh, in einem Jahr wird er ein Riesenangebot haben von Sean Simpson und seinen kanadischen Noch ist nicht so weit, aber ich schlage vor, wenn wir schon über den Mann reden, vom Kevin Schläpfer, dann lernen wir noch ein bisschen näher kennen. Ouais, y a mon père qui était entraîneur de inline hockey à Bienne. J'ai commencé avec lui là. Inline hockey, ensuite j'ai voulu essayer la glace un peu plus tard, vers 10 ans. Et voilà, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai essayé la glace, ça m'a plu. C'est vrai que le inline, on ne gagne pas sa vie avec. J'ai plus mis l'accent sur la glace ensuite. Ouais, je suis quelqu'un de tranquille, un peu timide quand je ne connais pas. Je crois que je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime passer des bons moments avec les amis, avec la famille. Non, je crois que c'est un peu le même caractère. Sur la glace, je suis assez calme, je ne suis pas quelqu'un qui va m'exciter. Je suis vraiment calme, j'essaie d'être le plus calme possible. Et ensuite, pour enlever la pression, j'aime bien justement un peu rire, faire des blagues, puis ouais, vraiment rire avec les amis et avec les collègues dans l'équipe. D'être une fois champion suisse, si possible avec Bienne l'année prochaine, mais je sais que ça va être très dur. Je crois qu'un de mes rêves, c'est vraiment d'être une fois champion suisse et ensuite on verra, pourquoi pas une fois avec la nationale, de ramener aussi une médaille. Ouais, la Suisse, c'est mon pays et voilà, j'ai toujours vécu ici et c'est vrai que je me vois mal changer de pays et ouais, c'est un peu ma vie, quoi. Meister nächste Saison mit dem EHC Biel im neuen Stadion. Wir schreiten übrigens voran mit dem neuen Stadion. Ja, super, das kommt alles super. Besichtigung gemacht mit der Mannschaft. Nein, es wird wunderschön. Es wird wirklich ein heißes Stadion und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, und merci für den Druck vom Gates. Also, muss er noch mit dem reden. Also, nein, wir müssen, es ist ganz wichtig, dass wir Kiel im Dorf behalten, dass wir auf dem Boden bleiben. Also, ich hoffe, ich appelliere an alle Fans und an alle Club- und Verwaltungsratsmitglieder. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir jetzt meinen, die Euphorie dreht uns allein oder die Halle dreht uns allein. Es gibt mehrere Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Und darum müssen wir hellwach sein. Und auch nächstes Jahr, es wird mehr Geld fließen, aber vielleicht noch nicht auf nächstes Jahr. Nicht so viel wie der Flyers. In zwei und in drei Jahren vielleicht. Aber Kevin! Es ist ein ganz gefährlicher Moment. Und, da ist hier wichtig, jetzt aber auch. Hier jetzt aber auch. Nein. Kevin, aber das ist noch mein Wunder. Wir sind uns ja einig, was der Hass für einen Spieler ist. Ja. Und er hat jetzt gesagt, er sei noch ein Jahr bei Biel. Ja. Würdest du für einen Zahn am Verwaltungsrat sagen, Jungs, 20% von meinem Salär weg, damit wir bei ihm drauflegen können? Ich bin gerade am Kampf, dass mein Salär ein bisschen hochgeht. Nein! Darum ist ein ungünstiger Moment. Darum bist du vielleicht am Kämpfen. Würdest du das machen? Nein, in meiner Verfassung kann ich das nicht machen. Vermagst du es nicht? Nein, ich möchte einfach nicht mehr der billigste Trainer sein in der Nation. Bist du das?
Ja, ich bin nicht sicher, aber schon hinten. Vermutest du es? Vermutlich, dass ich ziemlich hinten bin. Wie viel verdient der Zweite? Ja. So. Ich weiß es aber nicht. Ich wüsste ja, wie letztes Jahr oder zweitletztes. Ich helfe Kevin, ich helfe dir, Patsche sagen, tun wir doch mal die Mannschaft 2015 von dieser AWM und stellen sie dieser Mannschaft von 2013 gegenüber dem Silberteam. Gabriel, du kommst da zum Zug. Genau, also zuerst mal finde ich es wirklich grandios und sensationell. Genauso Leute wie der Haas, die gefallen mir eben. Wenn die nächstes bei der WM sind, die sagen einfach mal, wir wären Weltmeister, oder? Auch wenn es irgendwie jenseits von gut und böse ist, atypisch Schweizer ist, wenn es alles. Und 2013 hat die Schweizer Nazi auch vorgemacht, wie es gehen könnte, wie es könnte sein. Silbermedaille, wir haben das Viertel rausgepickt nach dem Viertelfinalsieg gegen Tschechien. Viele, viele Spieler sind von dem zumal nicht mehr mit dabei. Ein Plus zum Beispiel. Rücktritt von Nazi, Niederreiter, aktuell immer noch in den Playoffs engagiert. Gut 13 Leute vom Kader, fast die Hälfte von der Silber-Crew von 2013 nicht mehr mit an Bord. Dazu kommen die Lions-Spieler Gunti, Blindenbacher, Seger. Da geht doch einiges an Erfahrung weg bei dieser Mannschaft. Klar, ein Umbruch in zwei Jahren ist immer der Fall. Trotzdem, die Frage von mir an die vier Herren in der Runde ist, 2015, ist mit dieser Mannschaft das Medaillenpotenzial noch vorhanden? Also, ich würde sagen, ja. Ob es umgesetzt werden, hängt in einem höheren Maß davon ab, ob es der Trainer herbringt, ob er eine klare taktische Linie hat, ob er Chemie herbringt, ob er sie richtig zusammengestellt hat, die zur Verfügung stehen. Und dann muss man natürlich auch noch ein bisschen Schwein haben, aber das Potenzial ist da. Darf man Mannschaften miteinander vergleichen, Kevin? Kann man ich meine, man kann das sicher, aber ich denke, wir müssen das nicht, weil ich glaube, wir haben eine gute Breite. Und wie der Klaus gesagt hat, habe ich auch das Gefühl, dass die Mannschaft das Potenzial hat und dass wir nicht so abhängig sind jetzt von ein, zwei Spielern. Natürlich gibt es ein paar Eckpfeiler, aber man kann jetzt hier eben von mir aus gesehen, dieses Jahr eigentlich positiv gespannt sein auf die WM. Und ich denke, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Schweizer Nazis im Moment so, auch ein bisschen mit Biel zu vergleichen. Es kann alles passieren. Man kann unter den Strich gehen und dann wird es eng. Und man kann hoffentlich im Playoff kommen und vielleicht etwas machen. Und so sehe ich es mit der Schweizer Nazi. Also, es kann sein, der Grad oder, zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg ist ziemlich nah beieinander und hängt meistens ja von einem Match dann an am Ende. Ohne Start ins Turnier, wo wir später noch darüber reden. Manuel, gibt es bei dir oder für dich einen, der zuerst der fällt? Ich glaube nicht, das ist genau das, was die Medaille im 13. ist als Team erreicht worden. Und das ist für mich, der Trainer hat sicher einen Einfluss, aber der muss noch, jeder Spieler muss sich rein tun und sagen, wir sind da, wir sind miteinander. Oder? Und der Trainer hat nachher nicht mehr so viel Einfluss. Wenn zwei, drei Spieler das Gefühl haben, ja, ich muss nicht alles machen, was der Trainer sagt, das wird schwierig. Oder? Das ist das Commitment von jedem Einzelnen, sagen, wir ziehen jetzt durch. Die Linie, die Taktik machen wir durch und glauben wir daran, alle miteinander. Und dann ist für die Schweizer Nazi immer mögliche Medaille holen. Aber nur so. Hey, aber Manuel, das muss der Trainer herbringen. Hey, das ist eine Riesennummer. Der Trainer kann den Schritt machen, kann Voraussetzungen bilden. Aber nachher sind Spieler auf dem Eis. Aber Biel wäre ohne Kevin Schläpfer nie Playoff gekommen. Der vorne spielt eine grosse Rolle. Kevin, jetzt tue die einen Schnitt beschädigen. Wie wichtig ist das, als er vom ersten Tag an eine ganz klare Linie vorgibt? Ja, aber wir müssen dazu bringen. Ich bin der Meinung, dass der Trainer sehr wichtig ist. Weil er ist der, der im Prinzip das Gas muss vornehmen. Aber ist am Anfang des Turniers besonders wichtig oder in Vorbereitung also, muss er eine klare Linie vorgeben? Muss er Leitplanken sein? Ja, sicher. Er muss klar seine Handschrift haben. Und jeder muss wissen, was läuft. Jeder muss wissen, jeder muss spüren, dass jeder füreinander geht. So muss er ja seine Mannschaft zusammenstellen. Ja, welche Linie hat er? Weißt du, eine Nationalmannschaft ist nicht eine Selbsterfahrungsgruppe. Also, ja, da muss ein Chef her, da muss eine Linie her. Haben wir einen Trainer mit einer Linie, mit Leitplanken? Ja, der hockt hier hin. Nein, der ist nicht immer der falsche Trainer. Ja, da habe ich meine Zweifel. Warum denn? Ich habe einfach das Gefühl, er ist... Ja, ein bisschen bösartig gesagt, er ist ein Opportunist, der einfach Sauna recht macht, der einfach schaut, dass Sauna wohl ist und ja, also ein bisschen schön ist und so. Und ich weiß Spiel, einfach nicht. Spieler können machen, was sie wollen. Dahinter kann ich, ja. Ja, aber er was ganz schlecht wäre, oder? Wenn die Spieler können machen, was sie wollen. Ja, ich glaube, er hat eine klare Linie. Er hat gut, du bist doch beim Verband angestellt, wenn er so redet. Er hat einen taktischen Bereich, wirklich seine Vorstellung und ganz genau, wie er will, dass er spielt. Also mit aber ist er autoritär genug? Wir kennen zu wenig. Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Bei einem noch. Ja, das ist die Frage, die entscheidet. So, wir dürfen nicht vergessen, der Kevin ist immer so lustig. Aber ich kann euch sagen,
Die Spieler haben Angst vor ihm, wenn er böse ist. Und dann ist er böse. Es darf nicht gerne lustig sein. Meinst, aber sie haben Freude, wenn er auch Freude hat. Also, Nein, aber ich glaube, also für mich ist klar, Autorität ist für mich wichtig. Obwohl, es geht zwar im Leben haben wir das Gefühl, es geht ein bisschen weg. Aber ich habe das Gefühl, eine Hockey-Mannschaft. Mit so vielen individuellen Charakteren, mit so vielen Typen, da muss man ganz klar sagen, wie es läuft. In die Richtung. Ich meine, ich glaube, das, was Manuel probiert hat zu sagen, ist vielleicht, wenn du dann drin bist und an einer Weltmeisterschaft der Karren läuft und das alles, dann kannst du ein bisschen, dann kannst du die Euphorie gehen. Dann ist der Trainer nicht mehr so wichtig. Ich sage das einmal, ich habe das mal gesagt, ein Tag, ein Match hat entschieden, der letzte Match, ob wir in den Playoff kommen oder nicht. Dann habe ich mich nur für Playoff vorbereitet. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich im Playoff komme, brauche ich mit Mannschaft mehr, als wenn ich im Playoff komme. Ja. Weil in den Playoff gibt es eine Eigendynamik, positiv, es gibt eine Energie und die Mannschaft geht von alleine. Oder? Aber wenn du im Playoff kommst und dann von mir aus gesehen, dann muss der Trainer noch mehr kommen. Oder? Und so ist es glaube ich, jetzt in der Weltmeisterschaft, wenn die Schweiz gut anfängt und einen guten Start hat und es kann rollen, dann kann alles passieren. Und wenn es nicht rollt, dann ist der Trainer noch umso mehr gefragt, das Ganze zu machen. Aber jetzt zum Anfang, zum Fokus für den Start gegen die Österreicher, ist der Trainer dafür verantwortlich, dass da gerade Post abgeht am Anfang und die Österreicher reinbotzt werden. Ja, und das kann ja nicht sein, dass es am Schluss so knapp ist, dass die Österreicher über noch die Österreicher, also. Über die Österreicher und über den Start ins Turnier, gut, wenn wir reden, Start. Machen wir eine kurze Pause, dann sind wir wieder zurück. The Hockey Week, presented by Skoda. Monday on sportlhd.com. FC Zürich braucht der Platz im Europa Cup, schon vom finanziellen her. Aber das Problem wird wahrscheinlich sein, dass Basel nicht Cupsieger wird. gut. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com. The Hockey Week, presented by Skoda. Na, gefall ich euch? Was ist los? Hey, das ist meine Party! Kann ich besser! Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch aus Kombi. Skoda, simply clever. Die Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Mhm. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge, das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. Too blind to see all of these things. Eins ist wichtig. Die Familie. Weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei. Mit Allianz Family. Jetzt informieren.
Hoffentlich Allianz versichert. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Hockey Week, presented by Skoda. Wir sind zurück in der Hockey Week, reden über die Weltmeisterschaften, die in Prag für die Schweizer losgehen. Und zwar am Samstag geht es los. Gabriel, Aufbaugegner zum Start. Aufbaugegner hin oder her. Es wäre eigentlich schön, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer die hey, amigs so die Pausengespräche mitbekommen. Hitzige Diskussionen, warum? Was jetzt besser ist oder nicht. Friede, zuerst Freude, gegen die Kuchen da. Ja, nein. Zuerst gegen die Schwachen, zuerst gegen die starken Gegner. Also Fakt ist folgendes. Wir schauen uns den Spielplan mal ein bisschen genauer und länger an. Es geht, wie du gesagt hast, am Samstag los gegen Österreich. Dann Frankreich, Deutschland, Lettland. Der Spielplan eigentlich genau umgekehrt wie 2013. Die vermeintlich Schwachen hat man zuerst. Am Schluss warteten noch Schweden, Kanada und Tschechien. Und das Spiel gegen Lettland am 6. Mai am Nachmittag. Das heisst, Punkt 7. Stefan, können wir hier in der Hockey Week Bilanz ziehen? Wie sieht es aus nach 4 von 7 Spielen? Hast du den Bogen noch schnell bekommen? Können wir ja hier? Ja, wir wissen es wirklich nicht. Wir haben intensiv diskutiert. Was ist jetzt eben besser? 2013 ist man gegen die Grossen gestartet, hat die vorgeputzt. Geschlagen. Wo nicht das aufgreift, was Kevin sagt, wenn du positive Energie hast, wenn du den zwei Grossen hast geschlagen, musst du als Trainer auch nicht mehr so viel machen. Ist es besser gegen die Grossen starten? Ja, wenn Erfolg ist, schon. Ja, aber wenn du verlierst, darfst du verlieren gegen die Grossen. Ja, darfst du verlieren, aber gleich, es nimmt dir ein bisschen an Selbstvertrauen, vielleicht am Autorität vom Trainer, weil es geht nicht, wie es geplant ist. Aber auf der anderen Seite, man weiss, nachher kommen die Gegner, die vielleicht noch einen reinliegen. Also, es ist immer schwierig. Ich glaube, wir sind so gut inzwischen, dass das keine Rolle mehr spielen sollte. Aber jetzt kannst du doch nur verlieren gegen eine vermeintliche Kleine. Ich bin der Meinung, dass es schwieriger ist, wenn man zuerst die Kleine hat. Weil wir haben jetzt 4 Matches, wo eben erwartet wird, dass wir die gewinnen. Das bin ich auch der Meinung, dass wir die alle gewinnen können, dass wir das Potenzial haben. Wenn wir einen nicht gewinnen, oder stellen euch vor, 2, dann ist schon die Hölle los. Oder? Und dann muss man gegen die Grossen. Oder? Und das ist eine andere Voraussetzung. Wenn man muss, dann sind wir darf. Und du sagst, die Grossen werden im Verlauf des Turniers immer das besser. Das sage ich auch. Ich habe das Gefühl, dass die Grossen sich noch mehr finden. Und am Anfang die Vorrunde, sorry, habe ich das Gefühl, nehmen die Grossen auch nicht ganz so ernst, weil sie halt auch noch auf eineinhalb Beine unter die ersten 4 kommen meistens. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, und bei den Schlechteren ist es so, dass sie am Anfang auch noch voller Energie sind. Und die eigentlich mehr oder weniger abbauen während der WM. Genau. Ja, aber wir sind so gut, dass wir... Ist es schwieriger, aber Klaus hat recht. Ich finde es ja, also, so, aber gleich. Also, aber wenn du so fragst, habe ich das Gefühl, es ist schwieriger, als wenn du am Anfang die Grossen hast. Wenn du nichts verlieren hast, im Gegenteil, wenn du den Grossen schloss, dann gibt es Kevin, eine Euphorie. Oder? Ob jetzt Österreich mit oder ohne Energie, das muss einfach sein Kopf wie Österreich muss schlagen, aber Frankreich... Deutschland gibt immer ein bisschen Knie, ja, oder? Ja, aber ob du die am Schluss hast oder am Anfang, die sind... Also, immer gleich schwierig. Wir müssen heute, die Schweizer sollten so selbstbewusst sein, dass sie sagen, wir nehmen so, wie sie kommen. Aber da hat man dann natürlich hinterher noch die Ausrede, oder? Aber also ich bin der Meinung, das darf eigentlich nicht eine Rolle spielen. Aber wenn es ein Knie gibt, allein gegen Österreich oder gegen Frankreich, wo man nicht so recht weiss, wie es da kommt...
Also ich erwarte, dass es nicht leichte Spiele gibt. Das gibt es von mir aus gesehen nicht mehr, weil auch die haben aufgeholt. Und die letzten Match gegen die Deutschen oder jetzt eben gegen die Franzosen. Jetzt einfach, du hast ja noch einen Ausbilder von denen, Kevin. Und das ist immer, oder, man darf nie vergessen, es ist so ein Tagesmatch. Oder? Und jetzt, der deutsche Goalie hat einen Bombentag. Dann kann Deutschland gewinnen. Darum, der Klaus hat recht, wir müssen Selbstsicherheit haben, dass wir die schlagen können. Aber wir dürfen auch nicht Überheblichkeit haben, dass das kein Gegner mehr ist. Kann so ist es eben nicht. Kann dann Beras ein Goal machen, der Herr Burger, den du ausgebildet hast? Macht er dann Beras ein Goal? Ja, am Schluss hat er schon zugeschlagen. Also, kann er einen machen? Kann er einen machen? Müssen wir das befürchten? Und der Schlepper, ist der Schuld. Wenn seine Frage ist, wann hast du das gelernt? Kevin Schlepper hat mir das gelernt. Ja, lernen wir die Österreicher ein bisschen kennen. Der Christian Weber war nämlich Assistenztrainer bei der österreichischen Hockey-Nationalmannschaft. Da kann ich sicher ein paar Infos geben über das österreichische Team. Es meint Ausgleichheit, sage ich mal, im Sturm vor allem. Wenn ich die Mannschaft auseinandernehme von den Österreichern, muss ich sagen, im Sturm vorne ist sicher nicht so schlecht. Das ist vielleicht das Grundstück, sage ich jetzt einmal, oder? Die Verteidigung, das ist für mich das grosse Fragezeichen, weil, ja, dort ist schon nicht allzu viel Qualität rum. Und beim Goalie weiss man nie, das ist, ich nehme an, der Starkbaum wird spielen, oder der Swette, einer von beiden, der Starkbaum, der in Schweden letztes Jahr war, was aber nicht richtig gepackt hat, eigentlich. Es hängt alles davon ab, wie man defensiv kann spielen. Weil mitspielen, offensiv mitspielen kann man nicht, das hat man keine Chance. Also, Klausel. Ja, also mit der Verteidigung, mit Streit und Josi und Helbling und all diesen Titanen gegen die Operettenstürmer von Österreich. Sorry, Herr Burger, nehmen wir jetzt mal aus. Aber die müssen wir einfach schlagen, da müssen wir nicht diskutieren. Österreich ist jetzt die Schwächste von diesen vier. Ja, Frankreich und Deutschland als Stolpersteine. Nein, das ist fast schön, wenn du hier gegen Langnau spielen kannst. Ich sage auch, Frankreich müssen wir schlagen. Deutschland ist für mich immer, Deutschland weiß nie, die Schweiz, Deutschland sind immer heiß. Wenn du so fit bist, kannst du fünf Lieber aufschießen. Das ist immer ein guter Zunder drin und darum freue ich mich auf den Match. Das wird gut, aber da müssen wir auf der Hut sein, das ist klar. Ja. Die Lette, Manuela? Ja, Lett ist läuferisch und technisch eine gute Mannschaft, die auch hart spielen kann. Also die Letten sind in den letzten Jahren wirklich hartes Spiel. Und Schweiz, wir haben in Sochi eine Erfahrung gemacht, da musst du gegen die musst du wirklich alles geben. Und taktisch sind alle diese Mannschaft jetzt auf einem erfahrenen Niveau und die spielen defensiv sehr gut. Und wenn du mal einen Tag hast, wo der Puck nicht reingeht und die anderen zwei, drei gute Konter, darum am Boden bleiben, ein Spiel nach dem anderen nehmen und nicht das Gefühl haben, die können wir wegputzen. Und das glaube ich, die Spieler sind jetzt bewusst, dass es so ist. Wie meinen Sie, braucht es, dass wir die ersten vier kommen? Klöse. Mindestens drei, wenn nicht vier. Denke ich auch, ja. Also sicher. Es wird enge Wurst. Ja. Ja, aber Gefühl, wir werden es machen. Aus den ersten vier Matchen vier Siege, sage ich. Ja, nein, das denke ich auch. Nein. Der Klöser will nie tippen. Ich traue einfach dem Trainer nicht recht über den Weg. Wenn jetzt Kevin Schlepper an der Wand wäre, würde ich sagen, vier Match, vier Sieg, viertes Final, und er hat nach dem viertes Final, wenn wir kommen. So einer, wo spürst, der authentisch ist, der es klebt und macht. Und einfach, es kommt mir vor, wie man so Außenminister an der Bande hat, der so schön redet. Und, es fehlt mir das Feuer. Ich habe das Gefühl, wir machen es. Und vor allem kommt noch dazu, dass es Tschechen. Tschechen haben wir eigentlich immer gut. Die Tschechen liegen uns noch in den Schweizer. Die haben den Druck, oder? Ja, die haben den Druck. Und darum werden dann am letzten Match vielleicht dann auch noch etwas reissen gegen die Tschechen. Und darum bin ich überzeugt. Und sind wir ehrlich, Schweden... Rechnung offen. Schweden ist auch noch etwas offen. Die können wir auch. Also ich habe das Gefühl, das kommt gut. Also, Kevin, noch ein Tipp. Dass ich es nicht vergesse. Warte, schreibe mit, wenn du um Vertragsverlängerung machst in Biel. Unter 450'000, nicht unterschreiben. Well, nicht, dass ich es vergessen. Well, sonst ist er immer noch der Billigste. Nein, das soll nicht sein, oder? Nein. No, Kevin, du musst... No, Kevin, ich meinst. Also, merkt ihr das? Also, ich wollte es gerade noch sagen, nicht, dass ich es vergesse. Ich würde dem ganzen Verwaltungsrat noch ein SMS machen. Wir haben schon Trainerverhandlungen mit dem Präsidenten von Davos auch schon auf die Sprünge geholfen, Verhandlungen mit dem Trainer. Also, der Kevin, du musst... Nein, aber... Gut, hast du das gemerkt? Wir sind noch nicht so weit. Also gut, wir werden es beim Klaus als erstes lesen, wenn es so weit ist. Also, man muss Goal schiessen, das haben wir gehört. Gegen die vier Gegner, die man als erstes hat. Goal schiessen ist wichtig. Eine WM kann man mal
Schöne Goal schießen, Gabriel. Wie wir da jetzt gerade sehen, wir gehen ins Jahr 2011. Schweden gegen Frankreich in der Vorrunde Spiel. Ein klares 4-0 von Schweden und ein unglaublich schönes Goal von Kronwall. Ja, am Schluss ist der Schweden sogar für Bronze gelangt. Das ist sicher eines der Highlights der Schweden. Platz 4 gehört dem Kai Godorov, dem Russ. Es hat für Russland am Schluss bei der WM 2011 nicht für Medaille gelangt. Aber der Ausgleich hier gegen Kanada, grossartig. Im Viertelfinal da sein Auftritt. Jubel und einfach eine Aktion zum Geniessen. Einzelleistung, die man eben bei der WM super kann präsentieren kann. Wir gehen ins Jahr 2010. Es war das Spiel Finnland gegen Dänemark. Dänemark hier nochmal eine schöne Einzelaktion. 2-0 in der Gruppenspiel. Und Peter Regin am Schluss hat es 4-2 Sieg gegeben. Beide Teams Finnland und Dänemark sind aber in dieser WM im Viertelfinal draussen war. Das trotzdem ein Goal, wo bleibt. Etwas, wo bleibt, das wollte ich schon ein bisschen vorwegnehmen. 2013, unser Platz 2. Julian Walker, wer erinnert sich nicht? Der Halbfinal gegen die USA am Schluss, 3-0. Und da hat er wirklich eiskalt abgedruckt mit dem 2-0 den Weg geebnet für ihn Final, wo es am Schluss eben die historische Silbermedaille für die Schweiz gegeben hat. Und Platz Nummer 11. Da gehen wir ins Jahr 2011. Wir haben Halbfinale Finnland gegen Russland. Zweites Drittel steht noch 0-0. Und dann so eine Aktion. Airhook vom Grönlund gegen Russland. Da musst du Nerven haben. Da musst du einfach, seien wir ehrlich, Eier haben. Es hat Gold gegeben für Finnland bei der WM 2011, das zweite überhaupt. Und ich finde schon, hey, das Goal hätte ich einen Weltmeistertitel verdient. Wenn es um die Show, ums Entertainment würde ich gehen. Das so soll es sein, so wünsche ich mich das. Ja, aber das ist jetzt genau, hast du jetzt die Goal gesehen? Und der Marcini ist einer, der so Goal macht. Und wenn ich denke, dass jetzt der Schermer statt der Marcini ist, also... Reden wir über Favoriten, reden wir über Mannschaften, die man selbstverständlich immer auf die Rechnung hat, wenn es um einen Titel geht. Kanada, Russland, Tschechien, Schweden muss man immer auf... auf der Rechnung haben. Wer würdet ihr als erstes bei den Kanadiern ehemaligen Spieler von dir? Ja, ich denke, Kanada hat eine gute Mannschaft, jetzt wo der Crosby auch noch kommt und Duchesne und Seguin. Hast du Kontakt mit dem Seguin? Ja, weniger. Ich habe mehr mit Kane Kontakt. Seguin, seit er auf Dallas ist, haben wir nicht so viel Kontakt. Als er in Boston war, noch mehr. Aber ja, ich werde ihn sicher sehen dort. Ich freue mich, dass ich ihn wieder sehe. Und, aber ich habe schon das Gefühl, dass Kanada im Moment, es kommt immer noch darauf an, wer eben, wie die Russen denn aussehen, wer kommt von den Russen. Die Tschechen sind für mich nicht mehr Titelfavorit, trotz dem Heimvorteil. Aber die Tschechen haben für mich im Moment schon nicht mehr so ein bisschen verloren zu den Grossen. Schweden? Ja, die Schweden gehören immer dazu, oder? Denke. Ja, die Schweden sind kompakt und sie spielen mit ihren Spielen relativ gleich und die können ihre Gegner schlagen. Vor allem, wenn es darauf ankommt, physisch sehr, sehr stark auch gegen Kanada und Russland könnte es dagegen geben. Klaus, der Kanadier, länger die Superstars, die Kevin aufgezählt hat, längt das, um zu sagen, alles andere als der Titel ist eine Enttäuschung? Nein, das kannst du nicht sagen. Das ist so ausgeglichen, dass, wie du vorhin gesagt hast, du kannst schon 5 lieber aufschießen. Talentiert genug sind die Schweden, die Finnen, die Kanadier, die Russen, vielleicht auch die Tschechen. Also, das ist. Da kannst du wirklich 5 lieber aufschießen. Also wir sagen Kanada, Russland, Schweden und dann fehlt noch ein Platz im Halbfinale. Ja, das ist eben, das ist, von mir aus gesehen, das möglich. Ich meine, man kommt, wenn man im Viertelfinale kommt, und das ist eigentlich das, was man einfach erwartet, ja, dann kannst du ein Match gewinnen. Dann kann man an dem Tag jeden Gegner schlagen, wenn man einen guten Tag hat. Das, und darum ist es ein schwieriger Favorit zu nennen. Ja. Wie Klaus sagt, jeder von diesen Top 8, der am Schluss in der Nacht ist, kann jeder in einer Tagesform den Match gewinnen. Punkt. Also jetzt haben wir ein bisschen in die Kristallkugel reingeschaut. Ja, ich habe so fast jeden Namen gehört, plus, minus. Du hast es aber schriftlich. Wir haben es schriftlich. Man glaubt sofort mehr, wenn es schriftlich ist. Gell, das ist doch viel besser. Seien wir ehrlich, wir haben uns Kanada, Russland, Tschechien rausgepickt. Wir wollen genau darauf eingehen, weil irgendwie Kanada und Russland können fast froh sein. Sind Pittsburgh Penguins in den NHL Playoffs schon ausgeschieden. Es kommt aber der Sidney Crosby, der drittbeste NHL-Scorer von der Regular Season. Zu den Kanadiern stoßt er da dazu. Bei Russland, Evgeny Malkin natürlich ebenfalls von Pittsburgh mit 70 Scorerpunkten. Ich möchte auch noch den Tarasenko, den 23-jährigen Russ, erwähnen. Er hat in 6 Playoff-Spielen 6 Goal geschossen. Jetzt mit den Blues ausgeschieden gegen Minnesota Wild. Also Achtung auf den her, 5 meisten Goal in der NHL in der Regular Season. Darum Russland für uns einer der Favoriten. Und wir haben trotz Patriotismus nicht die Schweiz drin genommen, sondern eben die Tschechien mit dem Heimvorteil. Weil beim Jagr weiss man zwar nicht, ob es die letzte WM wird sein,
Aber sind wir ehrlich, ganz sicher die letzte Heim-WM. Also, jetzt gibt es einen Grund für Kanada. Weil im Gegensatz zu den Schweizer haben Kanadier einen Stürmer genommen, der beim Kevin Schläpfer weitergebildet worden ist. Im Gegensatz zum Schweizer Nationalcoach. Also, so. Ich gebe euch mal die Scheiben weiter. Wir spielen das Pack-Game. Rot ist selbstverständlich für Nein. Grün ist selbstverständlich für Ja. Wir wollen spielen. The Puck Game. So, da muss man Farbe kennen. Da wird nie gelogen. Vereidigen müssten wir einführen, Klausel, in Zukunft. Hier. Journalisten so. Lügen nie, darum ist das nicht relativ. Drei Fragen, die ihr innerhalb von Millisekunden mit Ja und Nein beantworten, nicht zu lange nachdenken. Der Glenn Hendon weiss in dieser WM, was er will. Nicht anecken und nicht seinen Job verlieren. Die Schweizer Nationalmannschaft erreicht der Halbfinale. Was hast du aufgelesen? Oh, du Pessimist. Das ist mein Job. Der Kevin Schläpfer wäre der beste Nazi-Trainer. Gilt er nicht. Was? Gilt er nicht. Der Kollege. Beschneidest du, weil du vielleicht 450'000 überkommst. So, also, hey. Die Schweizer Trainer müssen lernen zusammen haben. Gottfried, Stutz, Manuele. Gut, Manuele. Weißt, grün. Ich glaube, Manuele, stell dir vor, es ist Mitte Juli. Dann bist du nicht mehr im Verband. Der Kevin Schläpfer ist der beste Nazi-Trainer. Ja, also, Manuele, dein Kollege. Aber ich sage Kevin, wäre das irgendwann mal ja, ich meine, eine Perspektive? Nein, oder bist du der, täglich mit dir? Nein, also das ist sicher schön, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so Spieler gesehen bin oder wenn ich jung war, ist für mich Nazi-Coach ist für mich etwas vom das Höchste, wenn man das werten kann. Das ist eine Ehre. Und, ja, also das ist sicher das Größte, habe ich das Gefühl. Ja, ich rede, weil ich eigentlich jetzt in der Schweiz für mich. Einfach das, so bin ich aufgewachsen, dass mir so, für mich ist der Schweizer Trainer von der Nazi, der von der Nazi ist für mich der Höchste. Aber die Frage erübrigt sich, weil der Manuel ist nicht der Meinung, dass das... Er kennt mich nicht, er hat nie unter mir gespielt. Manuel, man muss die Schweizer unterstützen. Ja, absolut. Hä? Aber die Frage kannst du nicht beantworten. Oh, das vom Herz aus. Ja. So gibt er einen Rücken machen. Nein, nein! Du gibst dir den Bögen für ihn an. Du gibst die Korrektion. Zuerst wird der Kevin. Er ist ein super Trainer. Zuerst wird der Kevin Schläpfer für das Jahr Trainer mit Biel. Ja, ja. Es gibt vielleicht Schweizer Meister in der neuen Stadt. Jetzt wird er zuerst mal Meister. Oder? Da muss der Hase hat uns dann. Ja, mit dem werde ich noch Sitzung haben, bevor wir anfangen. Schweizer Meister zuerst mit mir. HCB in der neuen Arena, die sie mal in die Hinterteile zu legen. Und dann reden wir über das Thema Nazi-Trainer nochmal. Unbedingt. Also, und wenn wir etwas wissen, die Sendung heute muss man unbedingt einfach nochmal anschauen. Du, Schläpfer, Celio. Ich muss dir eine Sache sagen, ganz ehrlich, Kevin Schläpfer. Das erste Mal, als ich ein Quote von dir gehört habe, habe ich gemeint, ja, der macht seine Grösse weg mit dem grossen Mundwerk. Und jetzt, als ich eben persönlich sehe, mit dieser Grösse, hat man wirklich Angst. Oder? Da kommt beides zusammen. Das ist doch ein prädestinierte... Sind wir schon zweit, die ein bisschen Angst haben. Also prädestiniert als Nazi-Trainer. So, beste Unterhaltung war es gewesen, und es geht noch sogar weiter. Hier sportalhd.com. 20 ab 8, 20:25 um genau zu sein. Wir haben schon in der Soccer Lounge am Montag gross darauf hingewiesen. IB gegen Aarau, Super League-Spiel. Und, wenn wir schon die ganze Sendung darüber reden, am Samstag, 2. Mai, geht es endlich los für den Händler, für die Schweizer. Schweiz gegen Österreich. Ab 12:15 bei uns auf dem 360-Player oder, wenn Sie wollen, auch im Live-Ticker. Also, entweder schauen Sie oder lesen Sie. Aber sind Sie dabei und drücken den Schweiz Daumen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war von mir. Merci, Gabel. Man hat euch auch eine Frage stellen, er ist nächste Saison schon Nazi, aber das wollen wir nicht. Nein, jetzt wollen wir nicht schon Polemik machen. So. Also, merci vielmals, seid ihr da gewesen. Klausel, gute Reise nach Prag. Morgen Abend geht's los. Morgen Abend, ja. Morgen Abend geht's los. Wir hoffen, wir hören etwas von dir. Ja. Vielleicht Leute dir mal an, wenn du nicht im Ausgang bist, nicht erreichbar bist. Ich bin nie im Ausgang, wenn du immer am Arbeiten. Wenn es geht, lass dich nicht verwünschen. Ja, genau. Manuele, auch dir, wie dir auch, Kevin, viel Spass der WM. Ein guter Start bei der ZSC Lions.
wenn du den Verbandskittel abziehen kannst und raus kannst in die freie Wildbahn, raus aus dem geschützten Rahmen. Und der Kevin wirklich loben von Herzen. Ja. Ich habe gesagt, der Kevin ist ein guter Trainer. Hör ich jetzt auf mit dem Sein. Kevin, alles Gute in der nächsten Saison. Haben Sie auch zum Pokal. Wir spielen im Pokal. Hör ich auf dem Boden bleiben. Die Pokal gehen unheimlich schnell kaputt. Kevin, ja, jetzt wirklich aufpassen. Was also, mit euch allen. Merci für das Interesse der Hockey Week. Bis gleich, bis nächste Woche. Haben Sie gut, ciao. The Hockey Week on Sportle HD, presented by the new Škoda Fabia.